Oh. Das Band läuft, alles klar. Vinyl und Wein, der Musikpodcast, der zusammenbringt. Spannende Persönlichkeiten, einzigartige Alben auf Vinyl und liebevoll ausgesuchter Wein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Vinyl und Wein. Mein Name ist Boris Rogosch und mir zur Seite steht wie immer unser Sommelier Jonas Hauke, der auch für diese Episode wieder großartige Weine ausgewählt hat. Und wir haben auch einen großartigen Gast, und zwar König Boris von Fettes Brot, die es ja leider nicht mehr gibt. Die haben sich im letzten Jahr aufgelöst, aber die gute Nachricht ist, König Boris ist solo unterwegs und hat auch sein neues Album mitgebracht, Disneyland After Dark. Und daraus hören wir auch einige Nummern und ich kann nur eins sagen, ich bin echt begeistert. Und auch begeistert von der Musik, die er sonst mitgebracht hat, die ihn so über die letzten Jahrzehnte begleitet hat. Und das sind The Doors, Gang of Four, Notorious B.I.G., Phoenix, The Pogues und Ramones. Das alles werden wir hören, dazu wunderbare Weine verkosten und ich sage, viel Spaß mit König Boris. Aber vorher gibt's noch ein kleines bisschen Werbung. Feinkost Käfer, die charismatischste Feinkostmarke im deutschsprachigen Raum. Wer schon mal im Stammhaus von Feinkost Käfer in der Prinzregentenstraße in München durch die kulinarischen Produktwelten gewandelt ist, der weiß, dieses Lebensmittelgeschäft ist eine wahre Bühne, auf der stetig neue, überraschende Gaumenfreuden aus der Region, der Ferne und natürlich eigene Kreationen präsentiert werden. Vor allem der Weinkeller beeindruckt mit auserlesenen Weinen und Spiritosen, darunter wahre Schätze, die wir natürlich auch sehr, sehr gerne in diesem Podcast verkosten. Und wer es nicht nach München ins Stammhaus schafft, für den gibt es den Feinkostkäfer Online-Shop. Der bietet eine großartige Vielfalt an sorgfältig ausgewählter Kulinarik und natürlich Weine für höchste Geschmackserlebnisse. Unter www.feinkost-käfer.de könnt ihr diese vielen Köstlichkeiten aus dem Online-Shop direkt zu euch nach Hause kommen lassen. Also viel Spaß beim Entdecken der Käfergenusswelt unter www.feinkost-käfer.de. Feinkost Käfer, die charismatischste Feinkostmarke im deutschsprachigen Raum. Also seid ihr dabei, wenn der Beat losgeht! Wenn der Beat losgeht! Schwule Mädchen, Sondereinheit! Schwule Mädchen, kein Feind! Wir sagen schönen guten Tag, herzlich willkommen bei Vinyl und Wein. König Boris ist da. Hallo. Ja, moin moin, das freut mich ja. Gutes Stück habt ihr da zu Anfang ausgewählt. Ja, sag mal, sage ich Boris oder Boris? Also ich nenne mich selber Boris. Die meisten, die mich kennen, nennen mich auch Boris. Es gibt aber auch Leute, die Boris sagen. Ich bin da nicht so streng, aber wenn ich es mir aussuchen kann, Boris. Ich könnte heute mal ausrutschen ab und zu. Du sagst Boris, oder? Ja, ich sag Boris. Und ja. Warum hat man dir eigentlich den Namen gegeben? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so. Ich weiß, dass wenn ich ein Mädchen geworden wäre, hätte ich Claudia geheißen. Also insofern bin ich ganz froh, dass ich... Boris ist doch irgendwie, finde ich, ein bisschen funkiger. Meine Schwester heißt Nina, das ist ja also ähnlich. Meine Eltern hatten da vielleicht so einen kleinen Fable für. Aber so richtig, ich heiße ja auch noch Dieter Siegmund weiter. Ich habe drei Namen, ich bin aus freiem Hause. Und Dieter ist nach meinem Vater und Siegmund ist nach Sigmund Freud. Aber da hat man sich was bei gedacht. Ne? Auf jeden Fall, ich bin ein einziges Experiment. Ja, das werden wir heute versuchen rauszufinden. Bei mir war das so, Boris und mein zweiter Name ist Achim. So, und ja. Aber der Boris passt gut zum Nachnamen, zum Rogosch. Ja, wo kommt das her? Das ist irgendwie aus dem heutigen Polen. Ah ja. Da gibt es einen Fluss, der heißt Rogau. Und da nimmt man an, daher ist das abgeleitet. Verstehe. Aber zu meiner Zeit, ich bin ja einen Ticken älter als du, hat man Boris eigentlich nur benutzt für Hunde. Das war so ein Hundename, so ein populärer. Wirklich? Ja, Pudel, primär Pudel. Habe ich noch nie gehört. Ja, ja.
Naja, die sind ja auch alle tot jetzt. Der erste Boris, der mir dann über den Weg lief, war Boris Becker dann tatsächlich. Der einzige, den ich kannte, der auch so heißt, ja. Na, also ich war auch selten zu der Zeit, aber wie gesagt, wenn ein Pudel gerufen wurde, und da habe ich mich auch immer gerne umgedreht. Ich war selten, ist auch ein schöner Satz. Boris heißt übrigens der Kämpfer übersetzt. Na, ich dachte, der Bär. Das ist Björn. Der kämpfende Bär, würde ich mich jetzt darauf einigen. Okay. Das Leben besteht aus Kompromissen. So ist es nämlich. Machst du deshalb jetzt eigentlich alleine Musik, um keine Kompromisse mehr machen zu müssen? Oh geil, war der immer. Das war ein richtiger Dellinger, das ist gut. Dellinger? Ja, so diese klassischen geilen Übergänge. Nee, das hat damit gar nichts zu tun. Wir haben uns ja aufgelöst sozusagen und ich habe angefangen Musik zu machen, also an diesem Soloalbum zu arbeiten in der Corona-Zeit, wo nichts los war. Und dann bin ich durch die Stadt gelaufen und habe mir die Orte mal angeguckt, wie sie in Leer aussehen, und dann fiel mir auf, was so fehlt, und dann habe ich auf einmal das Bedürfnis gehabt, Texte über die Stadt zu schreiben, und so fing es dann an. Und genau, und dann kam irgendwann, kristallisierte sich heraus, dass wir Fettes Brot abwickeln sozusagen. Oh, das klingt aber auch. Nein, ne? dass wir uns geil pop-explosionsmäßig nach 30 Jahren auflösen und mit einem wahnsinnigen Abschied. Mit super Vorankündigung, ne? Genau. Anderthalb Jahre vorher oder wie viel war das? Ja, so ein Jahr mindestens auf jeden Fall. Und da habe ich das wieder ein bisschen angestellt, mich auf Fettes Brot und den Abschied konzentriert. Und als wir dann fertig waren, habe ich weitergemacht mit der Platte. Davon erzählst du bestimmt gleich noch ein bisschen, aber wir haben ja noch einen Dritten im Bunde. Wir sind ja heute auch ein Trio, Jonas. Und Jonas ist dafür zuständig, dass wir heute ein paar gute Tröpfchen kriegen zu einer guten, spannenden, tollen, aufregenden Musikauswahl, die du getroffen hast für uns. Ja, vielen Dank. Nee, das war ohne Scheiß auch. Ich bin total begeistert. Es ist sehr schön bunt. Ja, auf jeden Fall. Man tendiert ja, wenn man nach seinen Lieblingsplatten gefragt wird, immer dazu, dieselben zu nehmen. Und das habe ich dann diesmal nicht gemacht, sondern andere Platten, die ich aber auch viel gehört habe in meinem Leben. Und ich freue mich drauf. Freuen wir uns auch. Und jetzt Jonas. Hallo, sag doch mal was. Moin. Ja, mein zweiter Name ist Daniel. Ich glaube, da war jemand auch nicht ganz so kreativ. Ach, Daniel ist aber auch populär. Jonas Daniel. Sind wir Dieter, Achim und Daniel? Ich glaube, dann sind wir zu dritt ganz gut aufgehoben. Jo, schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Danke. Ähnlich kompromisslos und experimentell, du sagst, sind wir auch in der Weinauswahl heute. Wir fangen mit was ganz Spannendem an aus Deutschland, von der Ahr, genauer gesagt. Das ist so ein ganz kleines Anbaugebiet, knappe 500 Hektar, mit das kleinste in Deutschland. So unten Bad Neuenahr, die Ecke. Das ist doch berühmt geworden durch die Leider, Flut. Ja, unschön, genau. Berühmt geworden, ne? Ja. Was wir heute im Glas haben, ist tatsächlich auch eins der Weingüter, die mit am schlimmsten betroffen waren von dem ganzen Scheiß, okay. Bertram Baltes. Und ist ein Weingut, die sich eigentlich auf Spätburgunder konzentriert haben. Spätburgunder traditionell an der Ahr immer auf Schiefer ausgebaut. Ganz spannend, gibt's weltweit ganz selten. In dem Fall ist es jetzt, du hast gesagt, du trinkst gerne Rotwein, bisschen was Konzentrierteres, ja. Kräftigeres. Genau das gibt's nämlich dann jetzt heute nicht. Wir machen jetzt nämlich mal genau das Gegenteil. Wir trinken uns mal so ein bisschen in die Intensität beim Rotwein rein, fangen aber mal an mit einem Blanc de Noir. Ihr dürft übrigens sehr gerne schon trinken. Ach so, und ich bin begeistert, Blanc de Noir. Guck mal, bei mir, ich trinke ja gerne Wein, ne? Ich habe aber wenig Ahnung. Also ich weiß, was mir ungefähr schmeckt. So, wo ich das reicht ja auch. Aber so Sachen wie, was ich immer durcheinander kriege, das ist wahrscheinlich super unangenehm, aber ich sag's einfach trotzdem, sind Anbaugebiete und Rebsorten. Ja. Da weiß ich manchmal nicht, was ist. Ja, aber das passiert aber ganz vielen. Ach so. Vielen so. Okay. Du, am Ende des Tages, ich sag das auch immer allen Gästinnen und Gästen, ist ja scheißegal, du musst ja nichts wissen. Du bist ja als Gast. Hauptsache ich zahle am Ende, ne? Ja, und du hast vielleicht auch einen schönen Abend. Das ja, finde ich auch mal ganz natürlich. Gut. Natürlich. Also der Zwischenweg. Das auch noch. Blanc de Noir, also der Name verrät's. Weißwein gekeltert aus Rotwein, was ja viele mal gar nicht auf dem Schirm haben. Bis auf ganz wenige Ausnahmen auf dieser Welt sind alle Rotweinrebsorten oder Trauben innen drin mit weißem Fruchtfleisch. Es ist nur die Schale, die sich verfärbt während der Reifeperiode. Verstehe. Das heißt, du kannst aus einem Merlot, Malbec, Sangiovese, schieß mich tot, immer auch einen Weißwein machen. Die Farbe entsteht nur durch eine sogenannte Maischegärung, also das Vergären des Weins auf den Schalen, weil dann wird der Farbstoff extrahiert. Ah, okay. Man schmeckt es. Schmeckt man eigentlich gar nicht dann, sozusagen? Oder nee, doch? Eigentlich nicht. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Je länger du das vergärst, desto mehr Farbstoff und Gerbstoff wird der Schale entzogen. Das heißt, ne, gerade so die Weine, so argentinisch und chilesische schwere Rotweine, die halt viel und lange im Holz liegen, haben ja immer hinten raus doch nochmal eine andere Konzentration als jetzt so ein deutscher Spätburgunder. Und in dem Fall ist es dann so, die Trauben werden angepresst und der Saft wird direkt von der Schale entfernt. Das heißt, der Saft kann gar nicht mit dem Farbstoff reagieren. Das heißt, du kriegst halt an sich die ganze Aromenpalette aus dem Rotwein, aber in Weiß gekeltert. Also so ein bisschen das Äquivalent zu einer weißen Tomatensuppe. Ja, komplett. Hey, bist du Koch oder kochst du gerne? Hobbykoch? Ja. Ja? Mhm.
Also es ist auch Kunst, ne? Beziehungsweise braucht man auch ein bisschen Zeit für, um das dann rauszufiltern. Und hier ist es aber so, Jonas, korrigier mich, das heißt, ich kann die Ernte eingefahren haben, kann sie auf dem Hänger haben und mich dann entscheiden, mache ich daraus Weißwein oder Rotwein. Das stimmt. Wobei es hier halt in dem Fall, es ist ein traditionelles Thema, ne? Gerade in der Ase Blonde Noir macht man da ganz gerne mal. Das Spannende ist, das Ganze hat nur 10% Alkohol, ne? Kannst halt auch zum späten Frühstück, finde ich, auch schon ganz gut trinken. Ja, dafür eignet sich Weißwein ja immer so, ne, genau. Schöner SPD-Jazz-Frühshoppen oder so. Genau. Nein, also per se, so viele Winzerinnen und Winzer arbeiten halt so ein bisschen nach dem Credo, dass die halt sagen, die schauen sich, weil jeder Jahrgang ist ja unterschiedlich, du weißt oft nicht, was passiert. Und oft eignet sich sowas dann, zum Beispiel, wenn du jetzt mal eine Parzelle hast, wo du sagst, ey, weiß ich nicht, war zu nass, es war zu heiß oder was auch immer, machst du halt was anderes draus. So, und da hast du ja schon die Freiheit, spontan entscheiden zu können. Okay, also das ist, Anbaugebiet ist A, habe ich genau verstanden. Blonde Noir ist der Name vom Wein ist oder die Machart. Im Grunde, genau, die Machart, genau. Und richtig. Die Traube wäre? Spätburgunder. Die Spätburgunder genau. Ist eine Traube. Genau, Spätburgunder okay. Ist das Äquivalent zum Pinot Noir in Frankreich. Ja. Oder zum Pinot Nero in Italien. Okay. So. Wollen wir das erstmal verdauen? Wollen wir das erstmal verarbeiten? Ja, wollen wir das verarbeiten hören? Und ein bisschen Musik hören? Ja, sehr gerne zwischendurch. Dors spielen wir jetzt, ne? Habe ich mir ausgesucht. Ja. Ja, eine Platte, die. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja deutlich vor meiner Zeit. Dors habe ich dann wirklich ganz dumm über den Oliver Stone Biopic kennengelernt damals und das ja. Fand ich, also hat mich inspiriert, fand ich sehr schön und dadurch habe ich die Musik kennengelernt und ich finde es richtig, also ich mag das richtig gerne. So eine bestimmte Stimmung kann man nicht immer hören, finde ich, aber wenn man schön kiffen will oder irgendwie Rotwein trinken oder so, dann geht das. The Doors, das Debütalbum von 67. Ja, Alabama Song. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, now must say Jaws. Ganz gut, finde ich auch. Gute Nummer. Ja. Kennt man ja auch. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die waren ja nicht ganz unerfolgreich mit Jaws. Hat man schon mal ein paar Songs gehört, glaube ich. Selbst wenn man kein Fan ist. Ja, und sonst, Alben verkauft. Und sonst natürlich auch unglaublich viel gecovert, der Song natürlich. Ja. Das Original von Bert Brecht, Kurt Weill, ne? Drei Groschen Oper. Fan, was sagt ihr zu dem Wein? Seid ihr Fans? Ist das was euch abholt? Also ich muss sagen, ich finde ihn lecker. Was ich daran mag, ist, dass der ist sehr trocken. Das finde ich erstmal schon mal gut. So, mit so Süße kann ich nicht so viel anfangen. Ich finde ihn aber einen Tick zu sauer für meinen Geschmack. Also das habe ich so leichtes Sodbrennangst, muss ich sagen. Ein bisschen so wie Riesling oder so. Das kann man wahrscheinlich nicht vergleichen, aber der hat ja auch immer so eine scharfe Säure. Ja. Das wäre so das, wovor ich ein bisschen Angst hätte, aber ist ganz lecker. Ja, das ist, ich lecker. Muss das auch nochmal sagen, also das ist jetzt so ein Wein, wo ich sage, zu zweit abends gemütlich auf der Couch, davon ein ganzes Fläschchen fände ich auch ein bisschen krass. Wäre zu doll, ne? Was ich immer gerne mache, das ist so ein geiler Wein, du bist mit 4, 5 Mädels und Jungs unterwegs und hast richtig Bock, davon mal schnell ein Fläschchen irgendwie verhaften zum Einstieg, weil du hast diese unglaublich geile Salzigkeit und diese krasse Mineralität, das grippt ja richtig an. Und da kriegst du natürlich nochmal richtig Lust, noch mehr zu saufen. Salzig finde ich interessant im Zusammenhang mit Wein. Das hätte ich jetzt nicht rausgeschmeckt, aber wo du sagst, schmecke ich sofort. Das ist ja immer so, ne? Einmal so ein Stichwort gegeben und plötzlich ist das klar. Voll. Ihr kennt doch sicherlich jetzt auch die Serie Drop of God. Drops of God. Ja. Habt ihr die gesehen? Mir wurde das jetzt schon 3, 4 Mal gesagt. Also die müsst ihr gucken, wenn ihr Bock habt. Auch noch nicht gesehen. Da geht's um Wein. Also das ist so grob eine Story, wo ein Typ hat eine Tochter und so ein Zieh
Menschen, so, die sich kennen, spielt in Japan, der stirbt und vermacht dann den beiden diese unfassbare Weinsammlung, die er da hat, tausende von tollen Flaschen, und die müssen so Aufgaben bestehen, gegeneinander antreten, und wer gewinnt, erbt das dann am Stück. Und das ist super, und das habe ich mir angeguckt, und seitdem versuche ich dann manchmal auch, wenn ich mir so einen Wein aufmache, zu schmecken, was ich dann da so schmecke, also so Bleistift zum Beispiel. Yes. Oder Grafit. Ja, yeah. So, genau. Solche Sachen, das fand ich ganz... Nasse da Katze. Gibt's noch, nasse Katze, toten Hund. Ja. Omas Handtasche, ja, beim Sauvignon, frische Tennisbälle. Da gibt's eine ganz geile Serie, die finde ich auch sehr cool. Die heißt SOMM, also S-O-M-M, wie der Sommelier. Diese Doku. Das ist krass, Digga. Die habe ich auch gesehen, das ist diese Ausbildung. Ne? Genau, das ist ja die Ausbildung zur Master-Sommelier oder zum Master-Sommelier, wovon wir auf der ganzen Welt keine 300 haben. Das muss man sich mal reinziehen. Ach, wirklich? Die Durchfallquote liegt bei lockeren 95%. Aber nicht wegen des Weins, ne? Nee, weil es einfach Durchfall, so verschissen schwer ist. Und in Deutschland sind es, glaube ich, 10. Genau. Davon. Das ist krass. Also wenn man das geschafft hat, weiß man auf jeden Fall, man hat ein Auskommen, ne? Ja. Also das ist schon krass. Danach brauchst du eigentlich nichts mehr zu machen, weil dann wirst du mit Aufträgen eingeladen. Okay, krass. Ja, das ist schon krass. Aber andererseits ist es halt, also du musst ja alleine in der Abschlussverkostung, musst du ja 6 Weine blind verkosten. Jahrgang, Rebsorte, Anbaugebiet, Unterappellation, Land. Also das ist schon krank. Und dann ist das ja irgendwie nicht ein Grauburgunder 22 aus der Pfalz, sondern irgendwie, weiß ich nicht, ein Merceau aus 83 aus der Lage etc. aus Frankreich, aus dem Burgund. Aber ist das dann nicht auch ein bisschen Raten? Oder ist das... Nee, es ist tatsächlich... Schmecken also, die das ist wirklich? Training. Ist wirklich Training. Also ich bin zum Beispiel, ich verkoste sehr gerne blind, aber eher nur, weil es Spaß macht. So. Aber es gibt Kolleginnen und Kollegen, die können das echt... Also oft sind es ja wirklich... Wenn du regelmäßig auch Gereifweine trinkst, dann kriegst du irgendwann ein Gefühl dafür, zum Beispiel Jahrgang XY war einfach super nass oder super heiß oder sehr trocken oder da gab es Frost und Hagel. Mhm. Und das hat ja immer alles direkten Einfluss auf die Aromatiken und die Geschmäcker des Weins. Ich hatte einen Podcast mit Stefanie Hehn geführt, das ist die Sommeliere aus dem Fontenay hier in Hamburg. Auch und Master die Sommeliere. Ist Master Sommeliere, und ich habe ihr einen Wein mitgebracht aus Nierstein, vom Roten Hang. Ein Rotwein. Hm. Sie hat bis auf den Jahrgang sogar das Weingut rausbekommen. Krass. Das nur am Schmecken. Nur am Schmecken. Ja. Und das ist immer Ausschlussverfahren, ne? Es wird immer eingegrenzt. Sie sagt, okay, neue Welt ist es nicht, ist Europa. Okay, das ist nicht, hat nicht so viel Sonne, und grenzt das immer weiter ein, und plötzlich. So was beeindruckt mich. Kommt der Roter Hang, Nierstein. Also aber kann ready. Sowas theoretisch jeder? Also, oder muss man da so irgendwie gesegnet sein mit besonderen Geschmacksknospen oder so? Ich würde sagen, du musst schon ein bisschen, du kannst es lernen, aber du musst schon ein bisschen Knospen haben. Aber das ist ja wie bei der Musik. Ich meine, wenn du nicht hören kannst. Ne? Ja, aber wenn ich mache ja so sehr lange schon Musik. Ich habe aber im Grunde genommen überhaupt keine Ahnung von dem, was ich da mache. Das ist ja alles komplett intuitiv. Ich habe nie ein Instrument zu Ende gelernt oder Noten lesen oder irgendwas. Aber dann hast du dich da so reingearbeitet. Ja, genau. Dann, reingeschummelt. Dann ist das angeboren. Ja. Das ist ja noch besser. Klingt gut. Beenden wir das Thema jetzt. Apropos besser. Das war wieder so eine schöne Überleitung. Wann hast du denn gewusst, dass du das kannst? Oder dass dir das liegt? Also die Musik. Wissen, dass ich das kann, ist bis heute nicht drin. Es gibt immer noch die Sorge, das Hochstapler-Syndrom, die Sorge, hoffentlich fällt niemanden auf. Das ist ja aber jeder Zweite. Genau so. Aber ich habe mir da auch lange öfter mal drüber Gedanken gemacht, und ich war es, glaube ich, irgendwie schon immer. Also ich habe schon mit 8 bei uns im Wohnblock auf der Wiese hinterm Haus, habe ich so mit Kassettenrekorder Konzerte Playback gemacht und Eintrittskarten selber gemalt und so. Und hatte mit 12 meine erste Schülerband und hatte, glaube ich, ja, irgendwann Strawberry Power hieß sie. Ja. Wir hatten einen Song, der hieß Be Brave. Und irgendwann habe ich mal auf dem Geburtstag vom ehemaligen Schulkollegen, habe ich meinen alten Musiklehrer getroffen, der meinte, ich wäre auf der Schule der Typ mit den meisten Schülerbands gewesen. Es war so eine Schule, wo wir alles gestellt gekriegt haben. Es gab so einen geilen Raum mit und alle Instrumente da und so. Also auch wenn man sich kein Instrument leisten konnte, konnte man da eine Schülerband machen. Und da habe ich mich nicht zweimal bitten lassen. Das ist aber geil, so eine Schule zu haben, nicht, wo alles da ist. Wir hatten neulich Holger Hübner übrigens da von Wacken. Ja. Und die statten ja sehr viele Schulen aus mit Musikinstrumenten. Wenn man fragt, sagen die, ja klar, was braucht ihr? Das ist ein absolutes Geschenk. Das ist wirklich toll. Ja, aber eure waren noch nicht aus Wacken. Gab es, glaube ich, da noch nicht. Die Schule hatte auch ihre Nachteile. Also ich bin ja irgendwann auch gegangen worden, aber im Musikbereich waren die großartig. Freundlich gebeten zu geben. Da bohren wir jetzt nicht, ne? Nein. Meine Schulkarriere war etwas holprig.
Aber als es dann so losging und du merktest, das ist nicht nur Schulband, sondern das geht plötzlich irgendwie durch die Decke und da interessieren sich Leute wirklich für uns außerhalb der Schule. Wie war das? Das war natürlich komplett abstrakt. Also wenn man da so drin steckt, nimmt man das ja auch, also ja, man nimmt es natürlich wahr, aber irgendwie so, es ist nicht so kreischig, aufregend, wie man denkt. Man denkt so, ah, okay, man ist dann immer mit dem Kopf schon bei der nächsten Sache und so, das und dies. Es war so, ich hatte Zivildienst gemacht und dann freitags nachmittags wurde ich dann immer mit dem VW-Bus vom Manager gefahren, die anderen beiden schon hinten auf der Rückbank, hatten wir so einen Bandbus abgeholt und dann sind wir quer durch die Republik gefahren übers Wochenende und haben irgendwie so 2-3 Shows gespielt. Und dann hatte ich dann immer 1000 Mark vom Zivildienst und dann konnten wir uns 500 Mark aus der Bandkasse auszahlen. Und ich hatte 1500 Mark jeden Monat. Das war schon ganz geil. Ey, ich dachte, ich bin der reichste Mann auf der Welt. Ja. Das war völlig verrückt. Und ja, das war aber trotzdem immer irgendwie so komisch, Klassenfahrt. Und wir haben das gar nicht so ernst genommen. Wir dachten so, das ist irgendwie komisch. Naja, die Leute müssen ja wissen, wenn sie alle kommen, sollen sie kommen. Es ist Spaß. Und wir haben irgendwie unser Ding durchgezogen und hatten tierisch Freude dran, dass wir irgendwie den Deutschland Hip-Hop zeigen durften und irgendwie das mit der Art und Weise, wie wir das gemacht haben. Und ja, und dann wurde es dann richtig wild, ne? So mit Jein, als das dann so explodierte, da war es dann auch, da habe ich mich dann manchmal auch nicht mehr so auf die Straße getraut. Da bin ich dann viel Geld für Taxis bezahlt. Das waren dann ja auch mehr als 1500 Mark. Weil öffentlicher Nahverkehr war dann manchmal ein bisschen anstrengend. Aber das habe ich auch wieder zurückgelernt. Also irgendwann habe ich mich locker gemacht und gemerkt, die Leute wollen eigentlich gar nichts. Die wollen mal ein Foto, heutzutage ein Foto, früher auch mal ein Autogramm oder mal schnacken. Und ich sag mal, 99,9% der Leute sind einfach super sweet, wenn sie einen ansprechen. Und das ist eher fast eine Bereicherung, als dass es stört. Ist ganz schön, oder? Ja. Oder? Also wir hatten ja hier zu Beginn des Podcasts gesagt, also hier ist ganz viel Liebe heute im Raum. Ja. Und ich glaube, das muss man sich auch immer vorstellen, ne? Dass die auch eigentlich nichts Böses einem wollen, sondern das ist echt... Ja, das ist ja auch ein großes Kompliment. Eine schöne Atmosphäre ist und natürlich sind ein paar anhänglicher als die anderen, aber... Ja, Nähe, Distanz ist nicht jedermanns, also das kann nicht jeder so auf Anhieb, aber das ist auch okay, damit kann ich mittlerweile auch umgehen. Man, so eine saftige Umarmung von bärtigen Mann hat, so, auch völlig in Ordnung. Mittleren Alters. Mit Essensresten im Bad. Und 30 Jahre später, da waren da nicht so viele unterwegs, ne, als du über dein neues Album nachgedacht hast. Disneyland After Dark. Ich dachte, übrigens geiler Titel. Vielen Dank. Nee, genau, da habe ich mit in der Corona-Zeit angefangen. Also ich wusste ja, dass wir kein fettes Brotalbum machen, weil wir waren gerade zurück von Tour und ein bisschen Pause. Und dann gab es auf einmal diesen Lockdown und alles war zu. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Und dann bin ich so durch die Gegend gelaufen und habe mir die Stadt angeguckt und gemerkt, ah, okay, mir kommen Ideen. Das schreibe ich, fange ich doch mal an aufzuschreiben. Habe meinen lieben Kompagnon Arne angerufen, Arne Dietrichson, der immer die Musik für mich produziert. Und habe ihm gesagt, was ich vorhab. Und dann meinte, ja, dann legen wir mal los. Und dann haben wir angefangen. War natürlich ein bisschen komplizierter so in der Corona-Zeit mit irgendwie, der wohnt in Berlin, so hin und her reisen und so. Aber dann gab es dann irgendwann die ersten Tests und dann haben wir uns getestet und dann ging es irgendwie. Das war spannend. Und jetzt gibt es bald das Ergebnis. Als richtig. Langspielplatte. Auch das, wer auf Vinyl steht, gibt es als Vinyl überall zu kaufen. Es gibt es als Limited Edition bei mir im Shop, in gelbem Vinyl. Ich werde alle Limited Versions mit der Hand unterschreiben. Na bitte. Also Sehnscheidenentzündung geht auf euch. Musst du mal die erste und die letzte Unterschrift am Ende vergleichen. Ja, nummeriert dann bitte auch. Die letzte ist mit Blut. Oh. Und nur so die Hand rausgeklatscht. Das Ganze freut euch. Also ihr könnt bestimmt jetzt schon vorbestellen. In wenigen Tagen ist sie ja da. 26.04. Richtig. Kommt sie raus. Königbogus.shop. Ich nutze das mal ganz... Ja, wir schreiben wir sowieso unten nochmal rein. Ganz schamlos für Werbung. Aber jetzt haben wir so viel darüber gesprochen schon mal. Wollen wir reinhören? Sehr gerne. Dann probieren wir derweil den neuen Wein und können da wieder ein bisschen drüber nachdenken, sinnieren. Also diese Sendung macht mir richtig Spaß. Ja. Okay, ich habe jetzt nicht drauf, welchen wir als erstes spielen. Also unten an der Ecke, oder was? Also würde ich mir ja schon wünschen. Ja. Machen wir. Unten bitte. An der Ecke. Ja, Feuer ich singe mit. Darf ich mitsingen? Ja, oder? Unbedingt. Oh, Alter, der singt auch noch mit jetzt. Unten an der Ecke. Unten an der Ecke.
an der Hecke, unten an der Hecke. Die Jungs treffen sich immer unten an der Hecke. Du brauchst dringend was zu ballern, gibt es unten an der Hecke. Ey, ich weiß ja echt nicht viel, ne, aber eins weiß ich, hier ist es schön und scheiße gleichzeitig. Zwei Straßen treffen aufeinander, was bedeutet das? Unten an der Ecke, das Leben im Goldfischglas. Verliebt mit Blumenstrauß, totale Marsch mit Crackpfeife. Unten an der Ecke geht es rund, Eckkneipe, Mercedes AMG, G-Wagen. Junge Burschen, alte Männer, die schon morgens einen Tee haben. Gestern landete der Rettungshubschrauber. Unten an der Ecke Zuschauer. Mama sagt, unten an der Ecke musst du aufpassen. Können Sie mich bitte unten an der Ecke rauslassen? Unten an der Ecke, unten an der Ecke. 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 Samstagnacht treffen mit paar süßen Mädchen. Sonntags morgens gibt es frische Brötchen. Montagnacht gibt's paar aufs Maul. Typen stecken unter einer Decke. Unter der Ecke. Ist für Besoffene in Chloe. Gibt es Pizza, Pommes, Döner und Coffee to go. Direkt davor sitzen ein amiger Bettler und fragt dich nach Kleingeld, du ziehst Fuffis aus dem Geldautomat. Manchmal macht unten an der Ecke sogar Schlagzeilen. Unten an der Ecke steht auf seinem Grabstein. Die Jungs treffen sich immer unten an der Ecke. Du brauchst dringend was zu ballern, gibt es unten an der Ecke. Ey, ich weiß ja echt nicht viel, ne, aber darf ich? Ja, gerne, danke. Ja, ganz geil. Das tut natürlich gut. Ziemlich starke Nummer, ey. Die Hälfte des Publikums hat geklatscht. Der andere hat Gläser in der Hand, der kann nicht. Das bin ich von den Konzerten nicht anders gewohnt. In so Saufen. Aber ich habe so gedacht, unten an der Ecke kennt ja jeder, ne? Oder? Manchmal ist es nicht mal eine Ecke, unten an der Ecke. Nee. Ja, ich war auch ein bisschen begeistert, als mir das eingefallen ist, dachte ich. Geiler Name. Unten an der Ecke das Leben im Goldfischglas. Also es ist ja die Welt auf kleinem Raum, ne? Ja, gerade hier irgendwie Schanze Pauli auf der Ecke ist das ja auch nochmal auf der Ecke. Voll. Kioske und so, das sind ja eigentlich immer so die klassischen Treffpunkte. Ich habe auch so eine Farbe aber, ne? Ich habe dämmerlich, also die Sonne scheint dabei nicht. Ne, genau, ein bisschen so leicht angeraut, die Geschichte. Ja, ein bisschen rau ist auch das, was ihr im Glas habt. Oha. Wir sind hier nämlich in einem etwas raueren Klima. Das ist jetzt ein kleines Experiment. Ich habe den Wein selber noch nicht getrunken, aber ich habe mir den empfehlen lassen. Also wenn ich Augen zugehabt hätte, hätte ich nicht gedacht, dass der eine rote Farbe hat. Wir sind hier nämlich so ein bisschen im Bereich, entweder ist das ein ganz heller Rotwein oder ein ziemlich dunkler Roséwein. So, und da kann man sich jetzt ein bisschen streiten. Die Thematik dahinter, also ich finde es so, ich habe mich sehr gefreut, dass du gesagt hast, Rotwein, ich trinke tendenziell mehr Rot als Weiß. Das ist Stoff von der Insel Lanzarote, also Kanaren. Super spannend. Boris, du hast da, glaube ich, auch ein kleines Fable für. Können wir mal gucken, ob das da was für dich ist. Das ist schon so ein bisschen anders. Das ist Listan Negro, das ist eine der vorbeherrschendsten Rebsorten auf den Kanaren. Listan Blanco wäre das Pendant in Weiß. Ich glaube 400 Meter Höhe, vulkanische Böden. Die Reben wachsen hier nicht, wie wir es in Nordeuropa gewohnt sind, in einer Stockerziehung, sondern in so einer Art Nesterziehung, in so kleinen Mulden im Boden, weil es halt einfach scheiße windig ist. Was halt immer dafür sorgt, das ist spannend. Du hast vulkanische Böden, super fruchtbar, mega geil für die Entwicklung von der ganzen vegetabilen Richtung. Warm durchaus schon, aber halt peitschend raue Winde da oben, ne? Und dadurch hast du schon Weine mit so einer schönen expressiven Aromatik, die aber an sich ganz, ganz schlank und ein bisschen graziler sind. Und das, ja, und wir sind hier so ein bisschen im Bereich naturbelassen, ne? Also halt kein Schwefel, alles spontan vergoren, finde ich, hast du in der Nase schon so ein bisschen so was Stalliges, so ein bisschen dieses animalische. Ja, so ein bisschen Esel, richtig. Ja, genau. Ja, so ein bisschen Inselesel. Und was ist das jetzt? Ist es ein Rosé? Ich finde es ein leichter Roter. Okay. Also für ein Rosé, kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich würde mir das im Sommer schön kalt auf der Terrasse voll reinschieben, weil das ist ja super animierend. Das hat ja einen brutalen Trinkfluss. Aber erklär mir mal bitte Rosé. Rosé ist im Grunde eigentlich, wir hatten es beim Blanc de Noir, Rosé, kurze Maischegärung. Ergo, ein bisschen also Farbextraktion. Lag kurz auf der Quelle. Auf der Maische, bisschen Farbe raus und Apfel auf die Flasche. Okay. Der Quelle. Und Rot ein bisschen länger. Lag ein bisschen auf der faulen Haut. Ja, genau. Du brauchst für mich gar nicht so viel zu schnacken über das Ding. Ich finde ihn einfach nur geil. Der ist lecker. Ich mache ja immer um so durchsichtige Rotweine, mache ich ja eigentlich immer direkt einen Bogen. Mhm. Weil ich so denke, okay, das ist irgendwie so plörrig. Ja. Aber ist natürlich einfach meiner Ahnungslosigkeit geschuldet? Nee, ist so ein bisschen dem Markt geschuldet, weil halt einfach sehr viel Scheiße produziert wird. Ah, okay. Und es ist ja, du kannst, also wenn wir jetzt mal so das Thema Industriewein nur ganz kurz anreißen. Wenn ich jetzt sage, ich will von einem Wein 10 Millionen Flaschen herstellen oder 150.000 oder wie viel auch immer,
dann kann ich das ja nicht über Qualität machen. So, es funktioniert ja auf einer monetären Ebene überhaupt nicht. Das bedeutet, durch halt sowas wie lange Gärrohrzeiten, etc. und lange Maischausbau, kann ich etwas aus dem Wein rausholen, um halt qualitative Fehler zu übertünchen. So, und du darfst ja auch viel hier ein bisschen Pestizid, hier ein bisschen Mittelchen, Pulverchen, Filtration, etc. Und wenn du jetzt einfach sagst, du vergärst schonend auf etwas niedrigeren Temperaturen, dann kommst du dahin, dass du halt einen Rotwein hast, der zwar eine etwas hellere Farbe hat, aber trotzdem die Intensität. Kleines Weingut? Genau, so ein bisschen, also ich meine, das sieht man jetzt natürlich nicht, was sieht man dahinter auf Insta, auf dem Kanal, wie der Wein aussieht, der sieht halt auch schon einfach super funky und modern aus. Ne? Also das kannst du halt so in jede französische Bordsteinkneipe reinstellen, so ein bisschen und wird gesoffen. Japanisch. Ja, so ein bisschen, ne? Je-je heißt der Wein. Ich habe Jeke-Jeke gelesen vorhin, als ich ihn sah. So, Farben zurück. Ja. An dieser Stelle sagen wir immer noch, haben wir eigentlich noch Musik? Wir haben noch Musik und zwar spielen wir jetzt Gang of Four. Damage Good heißt das Stück. Ich habe ja schon mal ein Soloalbum gemacht. Der König tanzt heißt das. Und das ist so ein bisschen Mucke, die mich dazu zu dem Album inspiriert hat. Also insofern. Lieb beschädigte Ware zu nennen, ist auch irgendwie... Ist ziemlich geil, ja. Ja, finde ich gut. Sehr geil. Schöne Auswahl bislang. Ja, herzlichen Dank. Man tut, was man nicht kann. Ja. Weißt du denn noch, was deine erste Platte war, die du dir gekauft hast? Also mein erstes Album habe ich auf Kassette gehabt. Da war ich 6 und das war Hellspells von AC/DC. Diese Energie... Da warst du 6? Ja, da war ich 6. Also ich weiß nicht, da ist es nicht erschienen, aber da habe ich es entdeckt. Ja, aber ist ja geil. Bekommen. Und mein erstes, also das, was ich mir selber gekauft habe, war dann, früher gab es ja im Sparsupermarkt immer noch für 5 Mark so 7 Inches. Mhm. Da habe ich mir Pet Shop Boys mit West End Girls geholt. Geil. Ah. Ich war immer offen, also ich habe mir immer alles reingezogen, von bis, mache ich eigentlich bis heute so. Ich habe noch nie verstanden, wie jemand nur ein Genre Musik hören kann. Das ist verbohrt, oder? Ja, oder es ist auch verschwendet. Also ich meine, es gibt in allen möglichen Genres geile Musik. Das ist so. Aber vielleicht ist es auch bei einigen Selbstschutz, die sagen, das ist mir alles zu viel. Ich meine, wir werden ja auch nie alle Weine trinken können, die es auf der Welt gibt. Das stimmt. Das ist irgendwie traurig und beruhigend zugleich, finde ich. Ja, und einige schützen sich vielleicht und sagen, ich kapsel hier schon mal. Versuchen in einem Genre alles wegzuhören, aber selbst das geht, glaube ich. Was ich immer geil finde, ist, wenn du einfach sagst, du kaufst dir immer mal von allem etwas, wirfst das irgendwo in den Keller, den Wein, die Vinyls in den Schrank und ab und an gehst du es mal durch und dann findest du nämlich wieder was aus einem Genre, was du ewig nicht gehört hast und freust dich dann wie ein kleines Kind und sagst, oh, geil, das packe ich mir jetzt mal auf. Ja, das ist ganz schön. Sowas habt ihr auch im Glas. Ich glaube, also oder andersrum, ich beobachte seit Jahren, es ist das Trinkverhalten verändert sich ja generell immer. Und es geht halt immer mehr in den letzten Jahren halt hin zu Rotwein, die so ein bisschen schlanker, bisschen filigraner und so ein bisschen mehr in dieser Trinkigkeit sind. Boris gefällt das, glaube ich, ne? Oh. Ja.
Und das ist jetzt, ich finde es stark, das ist Ascaras von Fideo Stecuto. Völlig gestörter Winzer in Spanien. Gestört im positivsten Sinne, unglaublich liebevoller, toller Mensch. Rebsorte ist Mencia, das ist so die vorherrschende Rotweinrebsorte, gerade so im Bierzo, weil der Orange Galizien kennt keine Sau. Also kennst du nicht, wenn du dich nicht aktiv damit befasst. Weil, und da sind wir nämlich bei dem Thema, aus Spanien, Sonnenstoff finde ich tausendmal spannender als den XY's, den Rioja. Genau. Ich finde den übrigens richtig geil, lecker. Cool, das freut mich. Das ist bisher mein Liebster von denen, die du hier. Weißt du, was ich so geil dran finde? Der hat so eine Fruchtigkeit, der ist super fruchtig, aber es ist überhaupt nicht kitschig. Nervt nicht, ne, genau. Und das ist so sexy. Das musst du halt können. Das ist für mich so viel, so diese Kirsch-Sauerkirsch-Richtung, ne? So ein bisschen noch, kennt ihr noch früher beim Arzt? Ich hab's gehasst, diese kleinen Lutscher, grüner Stiel, roter Kopf. Klar. Die haben immer nach dieser richtig beschissenen Kirsche geschmeckt. Ja. Und ich hatte so ähnliche Assoziationen. Ja. Kennt ihr noch Quench? Nee. Ja. Dieses Pulver, was man so auflösen kann. Ach ja, so auch so Kirsche. Ja. Aber ganz kurz, so ein bisschen kirschig, saftiges. Ja. Und was ganz sexy ist, es hat ja trotzdem dieses Packende von einem Rotwein, weil du hast hinten eine gewisse Gerbstoffintensität hast du schon. Sie ist aber nur so schön und schlank verpackt. Das ist schon Rotwein, würde ich jetzt sagen, oder? Digga, definitiv. Auf jeden Fall. Ja. Aber was ich ja interessant finde, ist, dass du den uns jetzt kühl servierst. Ja, bitte unbedingt. Also, ich finde das eine ganz... Irgendwann servierst du Rotwein ja nicht mehr kühl, Ich glaube, man muss diesen Begriff kühl mal definieren. Weil, also dieser Begriff Raumtemperatur, den ja immer alle so gern durch den Raum werfen, der kommt ja aus einer Zeit, wir reden 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert. Wo es keine Heizung gab oder was? Ja, das war scheiße kalt. So, ne? Und da wird halt der Rotwein, es gibt im Grunde im herrschenden Haus dann quasi das ganze etwas betuchtere Völkchen, saß ja schön am Kamin und hat es muggelig. Und der Rotwein war aber bei den Bediensteten, irgendwo in der Kammer, irgendwo hinten. Da waren das eher so 15, 16 Grad. Und jetzt ist nämlich das Thema, viele Restaurants oder Kolleginnen und Kollegen servieren Rotwein viel zu warm. Das Glas hat eine Raumtemperatur von 18 Grad, meine Hand hat eine Temperatur, bis der Rotwein aus dem Chambrère, aus dem Weinklimaschrank, im Glas der Gästin des Gastes ist, das dauert ein paar Minuten, der Wein erwärmt sich. Denn lieber einfach mal einen Rotwein bei 15, 16 Grad aufmachen und sich dann so temperaturtechnisch einfach mal hochtrinken. Und dann mal gucken, wann ist das Trinkfenster, wo du sagst, jetzt finde ich sexy. Gerade sowas auf 16, 17 Grad ist sackstark. Also bei dem hier, da der ja so sommerlich rüberkommt, irgendwie passt das mit der Kühle. Also wenn du jetzt hast einen großen Bordeaux, musst du vielleicht, sind auch 18 Grad top. Ja, da gehen ja so ein bisschen Geschmacksdinger gehen ja auch verloren, weg, wenn das kühl ist. Ja, ja. Aber das ist ganz schön, die kommen dann ja wieder. Und ich finde, wir machen mal wieder Musik. Und weil dieser Wein so schön juicy ist. Das ist sehr schön. Deswegen kommt nämlich jetzt Notorious B.I.G. Ja, 90er geil. East Coast Held natürlich, ne? Hip-Hop mitgeprägt. Ganz großer Mann. Von dem Album Ready to Die. Yes. Und das war ja auch. War Prophezeiung, ja. Yeah. This album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. It's all good, and all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? Yeah. It's all good, baby. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and pepper and Heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday, Rap Attack, Mr. Magic, Molly Mall. I let my tape rock till my tape pop. Smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Way back when I had the red and black lumberjack with the hat to match. Remember rapping Duke? Da-ha. You never thought that hip-hop would take it this far. Now I'm in the limelight cause I rhyme tight. Time to get paid, blow up like the world's trade. Born sinner, the opposite of a winner. Remember when I used to eat sardines for dinner? Peace to Ron G, Brucey B, Kid Capri. Funk, Master Flex, Love Bug, Star Ski. I'm blowing up like you thought I would. Call a crib, same number, same hood. It's all good. And if you don't know, now you know, nigga. Ja, also ich möchte sagen, bisher stimmt an diesem Podcast einfach alles. Nette Leute, gute Getränke, kleine Häppchen und spitze Musik. Ja. Snacky. Also, super Musik und gerade das letztgehörte Stück, ich meine. Killer, oder? Boah. Ist bis heute ein Tanzflächenfüller. Also, es gibt einfach so zeitlose Dinger.
Die ja, der musste alles in seine kurze Karriere packen, der Gute, ne? Zwei Alben, ne? Ready to Die und ich glaube, danach kam dann Life After Death. Also, das war schon aufgenommen, das Album, und kam dann kurz nach seinem Tod. Verrückt. Der ist ja Opfer geworden, dieses East Coast, West Coast. Ja, ja, mit Tupac und so, keine Ahnung. Das war, aber doch gerade ist jemand angeklagt worden, ist noch nicht lange her, für den Mord an Tupac. Jetzt hast gerade. Du gesehen? Jetzt? Hm? Ja. Wahnsinn. Tja, wie kommen wir jetzt wieder rein? Keine Ahnung, normalerweise haben wir die ganze Zeit so richtig gute Übergänge. Ja. Vielleicht ein tödlich guter neuer Wein oder was? Dafür würdet ihr auch sterben. Killerwein, ja. Und jetzt kommt eine kleine Werbeunterbrechung. Jetzt, wo es langsam wärmer wird, möchten wir unsere Musik natürlich auch gerne im Freien hören. Aber Platten draußen abspielen und jedes Mal alles hin und her schleppen und neu verkabeln, kann man machen, muss man aber nicht. Der Platinum-Plattenspieler von Sonoro, über den wir bei Vinyl und Wein unsere Platten abspielen, der verfügt über Bluetooth und ist damit frei in der Platzierung. Noch freier, weil mit Akku betrieben sind die portablen Design-Speaker von Escape bei Sonoro. Diese bieten die perfekte Möglichkeit, Lieblingsplatten auch auf der Terrasse oder im Garten zu genießen. Diese Indoor- und Outdoor-fähigen Lautsprecher liefern beeindruckenden Klang in Hi-Fi-Qualität und nicht nur das, mit ihrem eleganten Design fügen sie sich optisch in jedes Umfeld ein. Ob einzeln oder als Stereopaar, leise oder laute Töne, im Kabel- und Akkubetrieb, die modernen Features der unterschiedlichen Modelle bieten für jeden Bedarf die optimale Lösung. Je nach Ausführung sind Bluetooth, Apple AirPlay, Google Chromecast, Spotify Connect oder auch Room an Bord. Und dank der wetterfesten IPX4-Zertifizierung sind die Lautsprecher prädestiniert für den Außenbereich, machen aber auch im Innenbereich mit dem füllenden 360-Grad-Sound ordentlich Eindruck. Musik mit allen Sinnen genießen, darum geht's uns ja. Egal wo. Mit den portablen Design-Speakern von Escape bei Sonoro ist eure Lieblingsmusik immer da, wo ihr es seid. Und mit dem Code Vinyl und Wein zusammengeschrieben, sichert ihr euch auf sonoro.com obendrein ein Jahr lang kostenlose Garantieverlängerung. Das war die Werbung. Ja, neuen Stoff habt ihr im Glas. So, jetzt ist es nämlich wie folgt. Wir bleiben so ein bisschen auf der Struktur dieses eher bisschen animierenden. Ja, aber da ist ja eine ganz andere Würze am Start. Was ist das denn? Das gefällt mir. Ja, das ist jetzt so ein bisschen, also wir sind jetzt in Frankreich. Und wir gehen eigentlich so in die eher klassischen Regionen Burgund und südlich von Burgund gibt es das Beaujolais. Und das Beaujolais macht eigentlich zu 98% einen Rotwein, immer aus der Rebsorte Gamay. Und Gamay, finde ich immer, kann man so ein bisschen Ähnlichkeit zu einem Pinot Noir mit in den Raum stellen aus dem Burgund. Nur halt, das ist halt einfach ein Bruchteil dessen kostet, was halt in Burgund gemacht wird. Hat so ein bisschen das Thema Burgund und Bordeaux, die beiden großen Anbaugebiete in Frankreich, ist ja so unglaublich teuer geworden in den letzten Jahren, Jahrzehnten, dass es eigentlich kaum noch finanzierbar ist. Und während der Pinot Noir aus dem Burgund halt immer so eine, das hat immer sowas leicht Erdiges, sowas Waldiges, so ein bisschen, weißt du, wenn du spazieren bist nach so einem schönen Regen im Wald, so ein bisschen dieses nasse Laub, so ein bisschen dieses aufgewühlte Unterholz, Pilz, Trüffel, so ein bisschen die Richtung und halt immer so eine kleine sexy Walderdbeere dabei, hat der Gamay das alles auch, aber es ist so ein bisschen dreckiger, es ist so ein bisschen, ne, während Pino ist so ein klassischer Boxkampf, das ist so ein bisschen Straßenfetze. Du hast mit allem so recht, was du da sagst. Ich wäre selber nicht drauf gekommen, aber es stimmt, es ist natürlich Wald und so ein bisschen Beere. Ja, die Walderdbeere, aber der Fuchs ist vorbeigelaufen, das merkst du auch. Also das liegt bei 16,50. Ach, guck mal. Endverbraucherin. So, genau. Also kannst du, und das ist das halt das Coole, ne? Ich glaube, das ist ja so auch so ein bisschen die Aufgabe von uns in der Sommelierie, dass wir halt immer im Grunde auf die nächste Preiserhöhung schon vorbereitet sind und schon das Alternativprogramm haben, weil also andersrum gesagt, vor 10, 15 Jahren hat man viel krasser gesoffen als heute. Da wurden die größten Weine der Welt aufgerissen und verhaftet. Das hat sich schon ein bisschen verändert. So dieses, was schade ist, wie ich finde. Super schade. Aber schau es dir doch mal an. Wenn ich mal schaue, vor 15 Jahren, als ich meine Lehre gemacht habe, die haben sich weggeprügelt da am Mittag. Ja. Aber scheißegal, 15% Trink auf die Firmenkarte. Von nichts kommt nichts. Ja, irgendwo musste das Geld ja hinfließen. Ne? Die wollten, aber die mussten ja auch ihren Geschäftspartner ein bisschen schwindelig machen. Ja. Und dann kannst generell du auch, für Glücksgefühle. Und Serotonin. Auch, Achtung, ja. Überleitung, und dann kannst du auch einfach sagen, I feel better. Like a phoenix. Ja, genau.
Jetzt kommt nämlich Phoenix, ja. Und zwar If I Ever Feel Better. Nein. Eher, wenn man zu viel getrunken hat, dann fragt man sich, werde ich mich jemals wieder besser fühlen? Stimmt. Ihr kennt das sicherlich. Ein Wahnsinnsalbum. Phoenix, französische Band, das erste Album. Das kann man von vorne bis hinten einfach durchhören. Habe ich gehört 2001 dann mit meinem lieben Freund Arne Dietrichson, der auch das die Musik für mein aktuelles Album gemacht hat. Da habe ich das erste Mal mit ihm zusammen Musik gemacht. Haben wir diese große aufgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr erinnert euch noch sicherlich. Klar. Ja. Sind wir mit seinem grünen Golf durch Gießen gefahren. Da kommt er nämlich ursprünglich her. Und haben die Mucke gehört. Dann haben wir aufgenommen. Und dann habe ich so eine kleine Scheckkartenpfeife mit ein bisschen Gras geraucht. Und dann habe ich das Intro eingesprochen. Wer das kennt, weiß, wie es ungefähr... Also, warum es so klingt, wie es klingt. Hören wir uns gleich nochmal an. Ja, das kann man vielleicht nochmal an. Spielen wir gleich nochmal. Ich wollte nochmal darauf hinweisen, ohne dem jetzt den Glanz zu nehmen, dem Song und dem Album, aber war das wieder eine geile Sache? Wir haben Beaujolais und hören eine französische Band. Hier wird nichts dem Zufall überlassen. Ja. Nee. Ich meine, ich wollte mal sagen, also Drehbuch. Ja. Oder wie nennt sich das? Atmosphere Sommelier. So. They say an end can be a start. Feels like a barbarian still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fall. But you know I'm so tired of it all. I have no terror, these spells. Finding out the secret words won't tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. You know I don't want to be clever. To be being a superior. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming me away. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please. Hatte ich nicht auf dem Zettel. Ich danke dir dafür. Wie viele Alben haben die? Oh, einige. Immer auch wieder geile Sachen dabei. Also kann man ohne schlechtes Gewissen weiterempfehlen. Es hat so eine geile französische Leichtigkeit, aber auch trotzdem so Bass dabei und so. Es ist irgendwie, das ist so für unseren Nachmittag jetzt, für unseren Weinnachmittag. Nicht? Auf jeden Fall. Das ist richtig swingig. Wir gucken ja raus. Ja. Wir sind ja am Mittelmeer, oder? Wir sind jetzt gleich am Mittelmeer, ja. Siehst du? So sieht das aus. Ich schenke uns mal ein, wa? Was passiert denn rund um dein Album-Release eigentlich? Du bist natürlich auf Promotion-Tour. Noch nicht so viel. Ich bin also noch nicht durchgenudelt. Ich bin noch komplett frisch. Wie ihr sicherlich alle merkt. Ja, das merken wir. Genau, am 26. erscheint das Album und an dem Tag werde ich auch ein Release-Konzert im Übel und Gefährlich spielen in der schönen Hansestadt Hamburg. Cool. Könnte nice werden. Wir spielen auch noch in Köln und Berlin, also es werden so drei Dinger und da freue ich mich sehr drauf. Wann hast du das letzte Mal gespielt jetzt? Live, letztes Jahr im September auf der Trabrennbahn, die beiden kleinen Shows, die wir da abgeliefert haben. Das war schon sehr emotional, ne? Das war krass. Das war natürlich aus mehreren Gründen verrückt. Erstmal, weil es unser Abschied ist natürlich. Auch, aber die Kulisse, es waren einfach an dem Wochenende 60.000 Leute da. Das war schon amtlich. Und wir hatten natürlich auch jede Menge Gäste, ne? Also es waren von Tokotronic war da, Kraftklub war da, die Ärzte waren da, Großstadtgeflüster, Antilogengang mit Danger Dan, Fat Tony war da. Ich vergesse jetzt bestimmt auch noch die Hälfte, aber... Also ich fand, das war schon nicht so schlecht. Ordentlicher Abgang. Ja, auf jeden Fall. Hat tierisch Spaß gemacht, war gut. Wird es denn davon auch noch ein Tondokument geben irgendwann, offizielles? Das ist so. Das haben wir noch nicht angekündigt. Ich glaube, das verrate ich jetzt hier exklusiv. Ich hoffe, das ist keiner böse hin. Genau, wird es geben. Super. Ja. Wann wird das rauskommen? Ich hatte es jetzt gerade nicht gehört. Das weiß ich ehrlich gesagt selber nicht. Also, das wusste ich noch niemand, dass überhaupt rauskommt. Man sagt mir fast nichts mehr, damit ich nichts verraten kann. Sicherer. Ach, du bist der. Ja, du bist, ich die ganzen du bist Podcasts das Leck. Machen. Ja, ich bin das Leck, das Leckauge. Ja, was ziemlich lecker ist, ist der nächste Wein. Ah. Ich hätte fast aus Versehen am Mikrofon gerochen, anstatt am Wein. Das hat wahrscheinlich leicht auch schon metallisch, leichten Duft. Ne? Da hinten raus. Tierischer Abgang auf jeden Fall. Das ist meine Liebste und zwei Freunde von mir und ich waren letztes Jahr auf einem kleinen Roadtrip und wollten von Hamburg bis in die Toskana. Wir waren unter anderem auch im Piemont. Und das Piemont ist immer so für mich eine Region in Italien,
natürlich neben so Barolo und Barbaresco, unglaublich berühmte, hochtrabende Weine, natürlich gerade sehr bekannt für dieses Reifungs- und Alterungspotenzial. Was aber viele immer gar nicht auf dem Schirm haben, sind die beiden Rebsorten Barbera und Dolcetto. Und bevor ich jetzt, genau, und wir haben Dolcetto d'Alba, also Dolcetto aus dem Bereich um die Stadt Alba gelegen. Ist ein Wein aus der Handschrift von Chiara Boschis, unglaublich faszinierende Visionärin im biodynamischen, biologischen Weinanbau. Und Dolcetto ist für mich immer so ein bisschen, du hast diese Amarena-Kirsche, diese richtig geile Amarena-Kirsche, so ein bisschen was Kandiertes. Dolcetto d'Alba und Barbera sind so die beiden Rebsorten, die lange Zeit sehr in Verruf waren, weil man früher da doch sehr oft süßliche Weine draus gekeltert hat. So süße Rotwein früher, nee, das ist ja auch gutes Zeug. Das ist komplett trocken ausgebaut. Früher hat man ja Rotwein oft auch so feinen, herb und halbtrocken getrunken. Ich weiß auch nicht, gab eine Zeit, da war das sehr, sehr populär. Und eigentlich so Weine sind wir halt wieder im Bereich, das kostet nochmal weniger, das kostet vielleicht 14, 15 Euro für die Endverbrauchenden. Aber das ist für mich wieder so ein unglaublich animierender, lebendiger Stoff, weil das ist super kräutrig, du hast fast so eine ätherische Minze, du hast Veilchen, ein bisschen Lakritz. Lakritz, auf aber alles warte so mal, super nicht so schnell, warte mal. Veilchen, Lakritz, so sexy, ey. Ätherische. Ist immer so eine ätherische Nose. Was so, Minziges. Ist minzige so ein bisschen, ne? Aber es ist auch super trocken, ne? Das ist arschtrocken. Ja. Das ist gar nichts mehr. Aber das finde ich ja gut eigentlich, ne? Wenn man das jetzt hört, was er sagt und das dann auch sofort schmeckt. Ne? Nee, das hatten wir halt eben so. Schon mal. Aber wisst ihr was? Wir haben was vergessen, Leute. Wir müssen noch das Intro hören. Ja, genau. Wir hören jetzt nochmal mein bekifftes Kicher-Intro von so große Fläche. Wollen wir es nicht einfach ganz hören? Ja. Ja, klar. Schmeiß an. Logisch. Oh. Das Band läuft, alles klar. Leute, hallo. Wir sitzen hier in Gießen und die ganz gefährliche Hamburg-Gießen-Connection ist am Start. Arne, Slowhand-Banane und KB Motherfucking Baby spielen euch den Blues. Manche nennen mich den Weltraum-Cowboy. Yeah. Die anderen nennen mich den Gangster der Liebe. Genau, so großer. Ja. Die Horns sind übrigens die Memphis Horns, die haben schon für Elvis gespielt. Leck mich ohne Scheiß. Ehrlich? Ja, man gönnt sich sonst nichts, genau. Mich gefreut, dass sie das gemacht haben. Ja, das Intro ist, ich bin auch sehr froh, dass wir es mit draufgenommen haben. Ja. Man muss jedes Mal mitlachen. Das ist weil den Track kennt man ja, aber das Intro kannte ich jetzt nicht mehr. Ja. Nee. Ich hatte das auch nicht auf dem Zettel. Ah, sehr gut. So, was Neues im Glas und was Neues auf dem Teller. Ja. So ziehen wir das durch. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und des Wunsches, alles zu hören, was du ausgewählt hast für uns. Oha, okay. Geht direkt ein Song hinterher? Hauen wir jetzt einfach, wenn es dir nichts ausmacht, Boris. Ich habe hier als nächstes The Pogues auf dem Zettel. Ja, mit geil. Dirty Old Town. The Pogues habe ich zweimal gesehen in meinem Leben. Einmal in der Alsterdorfer Sporthalle, das war eins meiner ersten Konzerte. Wir sind mit zerrissenen Klamotten nach Hause gegangen, weil es einfach so eine wilde Abrissparty war. Auf dem Weg dahin sind wir mit Tausenden von Leuten in der S-Bahn und wir haben fast die S-Bahn zum Entgleisen gebracht, weil alle, wir wollen wippen, wippen, wippen und die ganze S-Bahn. Nein. Dann gingen die Türen auf, kam Security, alle aussteigen. Keiner stieg aus, Türen gingen zu, fuhren weiter. Bis als er auf der Sporthalle, dann Abrissparty. Die zweite Show habe ich, glaube ich, zwei, drei Jahre später in Kiel gesehen. Sänger, nicht Shane McGovern, weil der war unpässlich. Okay. Joe Strummer von The Clash. Kann schlimmer kommen, ne? Ich dachte auch so, okay, interessante Variante, nehme ich mit. Geil. Ja.
Irgendjemand hat gesagt, The Pogues sind die Band, die Irish Folk die Treppe runtergeschmissen haben oder so. Und deswegen klingt es so. Das fand ich eigentlich einen ganz schönen. Konnte ich direkt was mit anfangen? Ja, aber auch. Treppe runtergeschmissen, aber dabei ist er ja nicht schlechter geworden. Nein, nein. Du hattest nur so ein paar Risse und Ecken und Kanten. Aber so ist das halt. Herrlich. Wir gehen jetzt einfach mal in einen Pub in irgendwo Galway oder so. Jetzt hören wir Dirty Old Town, das ist ja eher ein bisschen getragen. Erinnert mich immer an Hamburg, muss ich sagen. Es hat trotzdem eine Verbindung mit Hamburg für mich, obwohl die Stadt natürlich nicht gemeint war, aber. Ich find's sehr romantisch. But my love by the gasworks wall, dream the dream by the old canal. I kiss my girl by the factory wall, dirty old town, dirty old town. Clouds are dread are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. Ja, schönes Lied. Empfehlung an die Hörer, die Shane McGovern Rest in Peace Doku kann man sich angucken. Es gibt's sogar in der öffentlich-rechtlichen Mediathek irgendwo. Oh, sehr empfehlenswert. Ja, unterstreichen wir hiermit. Nehmen wir sogar einen Link mit rein. Das ist ja heutzutage alles möglich, das ist das Schöne. Ist irre, ne? Ja. Irre. Ja, was leider auch nicht mehr so richtig am Leben ist, ist der Wein. Die könnt ihr gerne jetzt einmal wegkippen. Wir haben nämlich hier das wunderschöne Problem, dass der Wein oxidiert ist. Was heißt das? Ihr könnt mal probieren, das ist so ein Weinfehler, also Oxidationsfehler. Heißt im Grunde, dass der Wein, also du hast ja immer, dass ein Wein, also mit einem Weinverschluss, mit einem Naturkorken, reift ja ein bisschen nach. Das ist der Kork jetzt sozusagen, meinst du? Nee, der ist nicht, also der Korkfehler ist nochmal ein anderer Fehler. Der Oxidationsfehler ist einfach der Fehler, dass der Wein zu viel Sauerstoff abbekommen hat und dadurch zu schnell gealtert und zu schnell gereift ist. Und jetzt ist die Aromatik ist völlig im Arsch. Der Wein ist völlig drüber, es wirkt nur noch rau, alkoholisch, viel zu überladen und sehr stumpf. Ne? Also der Wein, das ist eine Einbahnstraße, der hat keine Energie mehr, da kommt nichts mehr zurück. Das ist halt einfach nur noch. Also einfach nur so ein Punch aber in die Fresse. Aber ehrlich gesagt, ich würde sagen, die allermeisten Leute würden den einfach, ohne mit der Wimper zu zucken, wegtrinken. Ja, also wir müssen das jetzt auch mal, wir sind ja ein Profi-Podcast. Das ist ja, also den Wein kannst du noch trinken. So ist es jetzt nicht. Aber dem fehlt eigentlich alles, was ihn ausmacht. Es wäre eigentlich eine sehr spannende Cuvée. Es wäre eigentlich ein Syrah aus Südfrankreich gewesen, den wir nochmal zum Abschluss gehabt aber hätten. Aber der prickelt auch so ein bisschen auf der Zunge. Ne? Also so ein bisschen Fehlnote ist da drin. Aber, und jetzt sage ich euch was, ich hab das ja eben schon während des Lieds gemerkt, wir haben eine Alternative. Ich schenke euch nochmal was ein. Es ist jetzt mittlerweile dunkel geworden über dem Mittelmeer. Oder sagen wir sehen einen orangen Streifen noch. Und ich kriege langsam Angst. Ja. Wir sind okay. In das, Portugal, das klar. Riecht auf jeden Fall Portwein. Schnapsig. Alkoholisch. Ja, so ein bisschen, ne? Also, eine meiner großen Leidenschaften, wenn es um Genuss im flüssigen Bereich geht, ist Portwein. Alter Schwede. Geil, ne? Sorry, da hast du mich verloren, auf jeden Fall. Schade. Portwein also ist im Grunde aufgespriteter Wein. Also Wein, bei dem in der Gärung harter Alkohol beigegeben wird. Rosine, auf jeden Fall hoch 10 Rum. Kandierte bisschen Rosine, rummig. Rumtopf, Walnuss, ein bisschen Leder. Walnuss, genau. Das, ne? Ich finde das aber ganz toll, dass du dir das trotzdem noch anhörst von ihm. Ja, unbedingt. Ich würde das auch gut finden, wenn das nicht so süß wäre. Ja. Da gibt's ja auch nicht so Süße. Wir machen gleich im Premium After Nachteil. Im probieren wir nochmal Madeira gemeinsam. Da hast du Salzigkeit wieder. Also, aber nur das mal für die Zuhörenden nochmal zu erkennen.
Portwein, aufgesplitteter Wein ist so ein Thema, hat man 17, 18. Jahrhundert mit angefangen, die Weine für die Überfahrt von Portugal, Spanien nach England haltbar zu machen, weil natürlich auf so einem blöden Holzschiff 1830 scheißt ihr natürlich jedes Fass ab. Deswegen haben die einfach ganz brachial Alkohol, 66%ig Alkohol darauf geschmissen. Der tötet die Hefen ab, sorgt dafür, dass der Zucker erhalten bleibt. Alkohol geht hoch, Hefe ist weg, das heißt, der Gärungsvorgang ist unterbrochen und du hast halt diese Süße, ne, weil im Grunde Gärung heißt ja immer Umwandlung von Zucker in Alkohol durch Hefe. So. Und das ist jetzt von Grahams, eins so der ganz großen, populären Portweinhäuser, direkt in Porto, ein 10 Jahre, also ein 10er Tawny Port. Das ist ein Tawny, ich merke es mal, oxytawny-tief, also oxidativ mit Sauerstoffzufuhr gereift. Also halt viel diese Auslande Rum-Aromatik, so Rumtopf, kandiertes. Trinkt man das zum Nachtisch, oder? Also in Porto das, auch schon mal. Ja, zum Frühstück. Ja. Ohne Probleme. Ja. Ja, ja. Jonas, warum heißen die Fortifieds? Weil die fortifiziert sind. Also aufgesprittet. To fortify heißt aufspriten. Und das ist, wie gesagt, das hat, was ich eben gesagt hatte, das hat man gemacht, um die Weine haltbar zu machen für diese Seefahrt, Überfahrt. Ja. Mit 40-prozentigen dann wahrscheinlich. Eher so versehen eigentlich, das Produkt, ne? Genau, es ist auf veredelt im Grunde. Ne? Also es ist schon, also ich würde aber mal was fast, haben die da reingeschüttet? Brandwein. Puren Alkohol. Puren Alkohol, also nicht komplett rein, aber nee, 66-70-prozentigen Alkohol einfach raufgehauen. Und man muss ja eins sagen, wegen dieser Weine haben die Kriege geführt, ja? Ja. Echt, ne? Ja, natürlich, die Engländer haben ja Portugal quasi besiedelt und haben gesagt, wir machen hier so ein bisschen Wein und kaufen uns auch ein bisschen ein und produzieren dann hier diese Weine, nehmen die dann mit nach England und machen unser Volk besoffen und das mochten einige dann nicht so gerne und wie gesagt, da gab es Kriege. Das finde ich nicht richtig, muss ich ganz offen sagen. Mit den Kriegen, heute machen wir das oder dass sie die Weine weggenommen haben? Ja, beides. Beide Scheiße. Also ich persönlich finde, dass sowas unglaublich viel Spaß machen kann, wenn man das mag. Klar ist halt diese Süße, muss man mögen. Lustigerweise finde ich, ist es kein Süßwein, ne? Also da muss man schon nochmal differenzieren. Das ist noch was anderes. Es ist leider halt nicht mehr so ganz en vogue, ne? So Portwein, Madeira, Sherry, das sind ja so die drei Fortified Wines, die wir produzieren. Ich finde, man kann das durchaus wieder mal auf Karten zurückholen. Sherry ist ein Wein? Nein. Sherry ist auch dasselbe Verfahren, ist auch ein Wein. Ne? Also ist halt auch ein Fortified Wine, ist auch aufgesprittet. Wobei es beim Sherry, das können wir noch in einer Sonderfolge drüber machen, beim Sherry gibt es viel mehr Spielweisen als beim Porto, beim Port. Ich finde, das ist ein genialer Abschluss, weil es ist jetzt ein bisschen dunkler, wir sitzen draußen und ich erinnere mich sehr gern zurück an letztes Jahr, wir saßen in einer wunderschönen kleinen Agrikulturanlage in Portugal im Douro-Tal und lagen nachts leicht besoffen im Pool und haben das Zeug aus Flaschen getrunken. Warum war ich nicht eingeladen, frage ich mich. Ja, weil du das Zeug ja nicht magst. Ja, aber besoffen im Pool liegen mit euch mache ich trotzdem. Geil! Dann haben wir hiermit die erste Auslandsfolge schon mal gesichert. das macht schon Spaß. Man sollte es mal probiert haben, aber ich kann es verstehen, wenn man sagt, nee, süß, ne? Ja, ist mir zu doll so vom Süßen her. Aber so, das wäre ich der Einzige, wo ich jetzt sagen würde, den würde ich jetzt aber nicht. Aber jetzt fällt es dir leichter zu gehen gleich. Ach so, deswegen. Das ist der Rausschmeißer. Und du hast noch einen Musikwunsch. Nee, du hast einen, ich habe einen. Ramones. Ah, oh, Klassiker. Ja. Punkrock-Erfinder. Habe ich auch eine geile Angebergeschichte. Halloween in New York. Auf dem Konzert von den Misfits. Misfits. Special Guest. Wer kommt auf die Bühne? Joey Ramone. Boah. Ich so, alles klar. Ich war 3 Tage taub nach diesem Konzert. Ich hatte 3 Tage, als hätte ich so Watte in den Ohren. Das war absolut irre. Halloween New York, Misfits mit Joey Ramone, muss ich sagen, habe ich Glück gehabt. Noch am Schwarzmarkt Karten gekauft. Die damalige Frau, mit der ich zusammen hatte, die hat zu der Zeit Koch gelernt, hatte einen Rucksack voller riesiger Messer. mit dem ist sie einfach in den Club gekommen. Nein. Wir hatten kein Pfennig Geld mehr. Nur eine Kreditkarte und dann konnte man in diesem Punkladen mit Kreditkarte seine Getränke bezahlen und ich dachte, okay, das ist Fügung, das muss jetzt alles so sein. Aber und, ihr hattet ja auch Messer. Ja, sonst hätten wir die Messer rausgeholt. Ein Bier bitte, Fuchtel, Fuchtel. Also habt ihr ein bisschen Punkrock gemacht. Auf jeden Fall. Ja. Let's go!
ist ja eigentlich harmlose Musik heute, ne? ja, aber ballert. Ja, ja, früher war das ja ein bisschen mehr Aufreger. Heute ist das, schicke Popmusik. Ja, wenn man das in der Zeit sieht, dann ist das natürlich krass gewesen. Ja. Und als wir diesen Wein hier, den wir jetzt im Glas haben, aus dem Weinberg gepflückt haben, erinnerst du dich? Ja, ja, da haben wir uns das erste Mal getroffen. Na, ihr habt gepflückt, ich habe das dann mit den Füßen getreten. Ach ja, du warst es. Ja. Im Takt. Ne? Hörtest du dazu? Remotes. Ja, natürlich, selbstverständlich. Sehr viel Saft rausgeholt. Und ich hatte nichts an. Aber der hat ja eine, also das Erste, was mir auffällt, ist die Farbe von diesem Wein. Der ist also matt. Ja. Und wisst ihr was? Das ist... Wir sind noch in Italien geblieben, weil es so geil war und wir sind auch aus dem Piemont nicht weggekommen, weil es einfach wirklich schön ist und alle, die noch nie im Piemont waren, sollten einfach da mal Urlaub machen, gerade im Sommer. Es ist einfach unglaublich schön, alles steht unter Rebe, ewig lange, wunderschöne Weingärten und wir sind bei einem Weingut gelandet, im Treiso. Wir hatten das in einer Folge vorher schon mal von Marco Molino, unglaublich geiles Weingut, junge Typen, die das machen. Die halt eben sich auch so ein bisschen dieser moderneren piemontesischen Stilistik bedienen, nämlich Weine, in dem Fall ist jetzt Nebbiolo, also die Rotweinrebsorte Piemonts, aus der Barolo und Barbaresco gemacht wird, aber halt auch in so einer, das kannst du halt richtig gut saufen, das Zeug, weil du halt hier eben wieder, du hast diesen Trinkfluss, es ist ein bisschen zu kalt noch, also ein bisschen Aufwärmung in der Hand vielleicht nochmal, aber du hast ein bisschen die zwei Welten, du hast auf der einen Seite hast du schon einen etwas kompakteren Wein, ein bisschen fester zupackt, aber trotzdem hast du diese unglaublich geile Aromatik. In der Nase fasst du was leicht Käsiges, finde ich tatsächlich. Finde ich irgendwie ein bisschen sexy. Müsste mal drauf achten. Das klingt natürlich äußerst unsexy, aber... Aber so ein gutes Stück Käse? Da bin ich immer dabei. Nein, und daneben halt wieder diese etwas dunklere Kirsch, ein bisschen diese dunklere Waldfrucht. So ein bisschen was leicht Ledriges, finde ich. So ganz leicht Zigarre, die so durchkommt. Aber auch so ein bisschen Tee. So ein bisschen Tee. Finde ich tatsächlich, ja, so weißer Tee, ne? Das ist aber mal ganz geil. Aber die Weine, die du hier heute uns eingeschenkt hast, die bereiten uns ja sehr schön aufs Frühjahr, Frühling, Sommer vor, so oder? So nämlich. Wir sind mittendrin. So. Wir sind mittendrin. Urlaub in Italien. Und an dieser Stelle noch eine kleine Werbeunterbrechung beziehungsweise ein Vinyl-Tipp. Wir springen ganz kurz von König Boris zu Westernhagen. Und Westernhagen, der hat bekannterweise einige Nummer 1 Alben veröffentlicht und die gibt es jetzt als Reissue auf Vinyl. Neu remastered als 180 Gramm Vinyl Edition gibt es die Alben Live, Jaja, Affentheater, Radio Maria und In den Wahnsinn von Marius Müller Westernhagen. Pünktlich zum Tourstart am 10.05. sind diese Platten also überall erhältlich und diese 5 Alben wurden mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnet, erreichten wie gesagt Nummer 1 in den Charts und verkauften zusammen über 6 Millionen Exemplare. Also jetzt erhältlich als Reissue auf Vinyl Westernhagen. So, das war die Werbung und weiter geht's mit König Boris. Ja, so bevor es jetzt hier... Zu philosophisch wird, spielen wir wieder Musik oder was? Ja, wir sind durch. Oh Gottes Willen. Ja. Was ist das denn für ein kaltes Ende hier? Ja, aber richtig so. Wir wünschen dir ganz viel Glück, Erfolg und Freude. Vielen Dank. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Gesundheit und Frohsinn sei auch mit dabei. Kennst du das? Ja, selbstverständlich. Mit dem neuen Album. Danke. Disneyland After Dark und... Das Cover, ne? Auf dem Cover. Bist du das? Nein, das bin ich nicht. Oh. Aber man könnte denken, dass ich das bin. Das ist ja, so genau. Ein bisschen. Ich habe versucht, das zu vergrößern. Mit der Lupe habe ich es. Es sieht auch so ein bisschen aus wie die Gegend, in der ich groß geworden bin. Es war ein Zufallsfund. In Schenefeld. Genau. Ein Kumpel von meinem religiösen Berater André Luth hat es einen Schnappschuss von seinem Kind. Nein. Und wir haben das gesehen und gedacht, okay, das muss das Cover sein. Vor allen Dingen kommt ja auch der Rettungshubschrauber vor. Ist so. Bei dir. Ja. Und da ist er drauf. Manche Dinge kannst du dir einfach nicht kannst du nicht planen. Das passiert Sachen gibt's, die kannst du nicht, ne? Ist so. Musst du dich mal ein bisschen mit beschäftigen, mit dem neuen Album von König Boris? Ja. Und wir hören jetzt noch Kiss Me, Kiss Me. Als Rauswerfer, ne? Herrlich. Ja. Ich möchte mich herzlich bedanken. Es war ganz hervorragender Podcast. Dankeschön. Und viel Spaß. 26.04. Kommt das übel und gefährlich, wenn ihr noch ein Ticket kriegt. Richtig. Boris, wir stehen an der Tür und schenken aus. Genau. Ihr schenkt aus, ich schenk ein. Ja. Geil. Ja. Oh. Deine Eltern sind scheiße, meine Eltern sind tot.
und wir wissen beide, Gott ist ein Idiot. Wir haben uns nicht gesucht, doch wir haben uns gefunden. Verstecken uns in deiner Kellerwohnung für ein paar Stunden. Und dann kiffen wir und trinken Whisky und fühlen uns, als wären wir in den 60s. Dazu singt Marvin Gaye für uns ein bisschen. Und Baby, Baby, please kiss me, kiss me. Du sagst, du liebst mich nicht, du liebst nur... Die Weine, die wir heute getrunken haben, könnt ihr alle im Onlineshop von Feinkost Käfer bestellen. Schaut mal vorbei in der Prinzregentenstraße in München oder bestellt online unter www.käfer-online.de. Und wir sagen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart bei dieser Folge von Vinyl und Wein. Wir haben uns sehr wohl gefühlt in dieser neuen Location. Den Kiosk, eine wunderbare Weinbar, eine Bäckerei, ein Fischlokal in Hamburg in der Schanze. Schön, dass wir da sein durften. Und wenn ihr in Hamburg oder Umgebung wohnt, schaut mal vorbei im Kiosk Hamburg. Ansonsten freut euch auf die nächste Episode von Vinyl und Wein. Und in der Zwischenzeit freuen wir uns, wenn ihr vielleicht mal in die alten Episoden reinhört, uns bewertet, liked und Kommentare schickt. Seid beim nächsten Mal wieder dabei bei Vinyl und Wein. Du schreist mich an, ich mach ne Insta-Story draus. Wir sind beide traurig, doch wir haben unseren Spaß. Denn wir wissen wirklich, was zu tun ist, lässt die Wirkung mal nach. Deine Eltern sind scheiße, meine Eltern...